So. Jetzt sind wir das erste Mal auf der Wartewiese eingecheckt für Reservisten. Da hinten, da steht alles voll. Da warten die Leute wirklich unreserviert, dass sie reinkommen, weil ich gehört habe, dass drin sehr viele Plätze frei sein sollen. Weil eben meine Freunde hier, die haben mir schon mal ein paar Bier vorbeigebracht, was ich sehr nett finde. Vielen Dank, Leute, für die Begrüßung. Ach, herrlich, ich liebe euch. Und hier, guck mal, hier checkt gerade noch jemand ein. Hier stehen jetzt die Leute, die gebucht haben und morgen früh rein dürfen. Wir hätten heute schon reingedurft, aber ich wollte das nicht für 90 Euro die Nacht. Nö, da stehe ich gerne hier, bereite das alles schon mal so ein bisschen vor. Wir machen schon mal alles so ein bisschen zurecht, räumen schon mal so ein bisschen hin und her. Und morgen müssen wir nur provisorisch alles zusammenpacken, dann ziehen wir das Ding rüber auf den Platz und dann können wir endlich aufbauen. Ja, cool. Die zwei Bier ballern hier natürlich schon mal ordentlich rein, ey. Steffi, was geht? Ja, pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen, hast du alle Mückennetze unten? So, dann können wir mal die Lampe reinstellen, dass die Mücken alle in die Lampe fliegen, dass wir heute Nacht Ruhe haben. Und dann machen wir uns eine Spirale und dann trinke ich noch ein Bierchen. Ja, und dann... Hä? Schlüssel drauf. Ja, dann entspannen wir noch ein bisschen. Die Fahrt war jetzt nicht so dramatisch, war eher schön. Also die letzten Fahrten fand ich viel schlimmer. Also dieses Mal war ey, mega. Es liegt, höchstwahrscheinlich liegt es am Auto. So Leute, ich habe gerade eine herzergreifende Entdeckung gemacht. Das letzte Bier, was hier liegt, das ist gar nicht leer, das ist noch voll. Der Abend ist gerettet. Ich habe jetzt bei 32 Grad 5 Bier getrunken. Ne? Mhm. Und du fragst mich, ob wir eine Runde Fahrrad fahren wollen. Ich komme gerade aus der Toilette. Desinfiziere mir meine Hände, wasche sie mir. Auf dem halben Weg denke ich mir, warum stehen meine Hände komplett aus Schaum? Ich gehe zurück und habe einfach die Reihenfolge verwechselt. Ich habe sie mit Desinfektionsmittel gewaschen und dann mit sozusagen Handwaschpaste eingesprüht. Bin hier losgegangen, habe so gemacht und denke, es wird ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Auf einmal hatte ich zwei Schaumklumpen. Und jetzt willst du mit mir Fahrrad fahren? Ja. Bitte. Nein. Komm, nur da oben lang. Nee. Aus. Komm. Sag doch mal, Steffi, wie schön, oder? Also man kann sie in Italien auch schön haben, ne? So still leben, ne? Es ist so beruhigend. Es ist warm, es ist windstill. So, es ist jetzt, keine Ahnung, 0 Uhr oder halb eins, keine Ahnung. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Ich habe jetzt hier mit dem Gaskocher noch zweimal Currywurst warm gemacht. Und ich musste erstmal rausgehen aus dem Ding, weil ey, so 3 Tage Frauenpower pur. Das kann kein Mann ertragen, ey. Da ist so ein... Da ist man so durch, Leute. Wenn man dreimal Frauenlogik pur erleben muss, 3 Tage lang in einem engen Raum, da braucht man erstmal ein bisschen Abstand. So, und das brauche ich jetzt. Das kann doch nicht wahr sein, oder?
die Wiese direkt an den Müllcontainern, ey. So, guten Morgen. Das war eine heiße Nacht, würde ich sagen. Echt gar nicht. Wir stehen immer noch auf der Wartewiese und warten darauf, dass es reingeht. So, ich zeige euch mal, wo wir hier stehen. Moment, hat man ja gestern Abend wieder so gesehen. Und ich versuche jetzt erstmal, sind noch ein paar dazugekommen. Das sind die gebuchten, stehen hier. Ich versuche jetzt erstmal hinten im Waschhaus nochmal ganz schnell duschen zu gehen. Dann mache ich uns schnell einen Kaffee und dann sind wir jetzt hier eigentlich, müssen wir auf Abruf alles bereithalten, denn wenn er kommt, können wir los und dann können wir rein und wissen endlich, wo unser Platz ist. Das ist da drüben, hinter der großen Hecke. Ja gut, ich nehme jetzt erstmal eine richtig schön kalte Dusche und bringe meinen Kreislauf in Schwung. So, das hier ist die Dusche in der Wartewiesenregion. Auch nicht schlecht. Genau, heute ist jetzt 12.08.2021. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere, der hier jetzt 10 Uhr morgens steht. Ich fahre hier einfach mal runter. Was sind Italiener, Italiener, Italiener. Was haben wir hier in Polen? Polen. Der Lange ist gestern Abend gekommen, der hier steht. Der hier rechts. Der war noch schon. Ah, der ist gestern reingefahren, das weiß ich noch. Multivan. Ja, das sind alles ziemliche Ausländer, das sind gar keine Deutschen, die hier stehen. Guck mal, der ist geil hier, ne? Guck mal, das Kennzeichen, das ist auch noch richtig alt. Der ist schon so lange dann angemeldet. Klappfix auch dabei. Schöner Adria. Ja, und dann noch zwei Vans. Und nochmal so ein langer. Das war's dann. So, jetzt hoffe ich, dass wir auch bald mal dran sind. Das sieht nicht aus, wenn ich erst 15 Uhr reinkomme, ey. Dann sitze ich hier bis 15 Uhr und wickel. Leute, es geht los. Wir dürfen rein. Wir haben gerade noch ein bisschen Besuch bekommen und unser wirklich Begrüßungsgeschenk bekommen. Guck mal, wir haben diesmal einen Aufkleber bekommen. Die Kinder haben hier schon die Scheiben hier geschmückt. Guck mal. Unser 5.0 Begrüßungsgeschenk. Vielen Dank nochmal. Aber da, cool. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Sogar für die Kinder Leckerlis dabei. Leckerlis. Für Steffi Lippulle und für mich. 5.0, ey, es ist gerade leer gewesen, das Bier. Ich habe gestern Abend hier alles weggesoffen. Ja, noch, haben wir gar nichts mehr zu trinken. Ey, ich sag noch gerade, haben wir gar nichts mehr zu trinken, wir kommen gar nicht rein, die wollen uns nicht. So, und auf einmal fährt ein weißes Auto vor. Begrüßungskomitee. Ey, vielen Dank nochmal. Oh, jetzt muss ich hier den Wagen vorbereiten, denn jetzt geht's einfach rüber und wir fahren rein und bin mal gespannt, wo wir stehen, weil das ist ja die große Frage jetzt. Wir können tauschen, also wenn du hier drin mitfahren willst, fahre ich mit dem Fahrrad vor, wenn ich weiß, wo es hingeht. Soll ich machen? Nee, ich will, aber ich habe Angst, dass wir keine Bank bekommen. Wieso sollten wir keine Bank bekommen? Hallo! Hallo! Haben Sie... Haben Sie eine Reservierung? Ja. No, ja, ja. Sind Sie mit der Reservierung? Ja. Okay. Sí. Kann ich eine Buchungsnummer, bitte? Vier Personen? Vier Personen, genau. Kannst du mal die Dinger da rausziehen? Nein. Check die doch mal hinten rein. Ja. Haben Sie gemacht Check-in online? Ja. Das sieht. Grazie, sì, sì.
wir auch mal hier. Oh, was eine Spannung, Leute. Wir stehen jetzt hier direkt in der Hitze vor der Rezeption und wissen jetzt noch nicht, wo es hingeht. Wir wissen immer noch nicht, welche Platznummer wir haben. Die erste, die es gleich erfahren wird, ist Steffi. Colleen will vorfahren. Colleen will vorfahren? So, Colleen, jetzt geht's weiter. Ich navigiere dich. Du navigierst mich. Gott, ey. Weißt du, was das Problem ist? Oh, ein Jetski, guck mal, geil. Direkt vom Aquapark. Hab ich direkt vom Aquapark. Was? Ja. Geil. Oh, danke. Nein, ich will kurz sehen. Kurz angucken. Also, zeig mal. Zeig doch mal. Direkt vom Aquapark. Oh, wie geil! Hier ist unser WLAN. Genau, da haben wir schon mal gestanden. Ja. Oh, das habe ich mir gewünscht. Ja. Ja. Aber ich kann jetzt nicht fahren, aber 32,79. Okay. Oh, das ist toll. Leg die mal da oben hin. Cosma weist uns den Weg. Cosma! Mari fährt mit dem Platten. Oh. Es ist wieder typisch, ey. Gerade angekommen, schon Platten. Hier ist ein bisschen zugewachsen als so, letztes Mal. So, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall total schön. Welche Platznummer ist das jetzt? 32? Steht da drauf? 64, glaube ich. 32, 79. Nee. Wir verkaufen da wieder irgendwelche Sachen. Toll, kaputtes Rücklicht, Platten. Oh, toll. Die verkaufen dann. Nee, den haben sie für sich, glaube ich, den Ventilator. Da steht ein Kühlschrank. Ja. Kann ich aussteigen? 32,79, meine Güte. 2,99 ist frei. Jetzt kommen die Ersten und wollen vorbei hinter dir, Steffi. Jetzt, ey, jetzt gib mal ein bisschen Stoff hier. Ey, sag mal. Ey. Die laufen ja alle rum und wissen nicht, da stehen noch die Nummern. Also hier aus dem Auto kann ich das nicht raten. Hier laufen 1, 2, 3 Leute draußen rum und da stehen überall die Nummern. Und alle laufen fragend rum und wissen nicht, welche Nummer genannt wird. Und sind sie jetzt alle deppt oder was? Der so, weißt du was? Was? Der hat das gleiche Poppet wie mir. Weißt du was, ich steige jetzt aus und suche mir selber meine Nummer. Das ist ganz hinten vorm Eingang links. Steffi, Colleen, steig du doch jetzt mal aus. Nein. Und guck du mal nach. Was guckst du denn so? Der Platz ist besetzt. Da steht ein Wohnmobil drauf. Unser Platz ist belegt. Wir wissen selber nicht. I don't know. Illegal traffic. I'm a kind of policeman. Okay, okay. Leute, passt mal auf, dass ich euch nicht überfahre, okay? Wenn hier irgendwie was passiert, dann können die überhaupt nicht nachdenken. Wirklich. Man merkt es schon. Berührt hat das. Hier stehen noch zwei Fahrräder, die ich jetzt über den Haufen fahre. Puh. Jetzt müssen wir ganz kurz zwischenparken und dann kriegen wir hoffentlich unseren Platz. Ich finde schon wieder mega geil, was hier passiert. Das gehört alles dazu zum Urlaub. Den Platz, den wir eigentlich bekommen sollten, der ist jetzt belegt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal einen Ersatzplatz bekommen, aber der Platz da vorne ist tatsächlich wieder genau vor den Müllcontainern. So, unser eigentlicher Platz ist hier hinter uns, da wo das Wohnmobil steht. Wieder direkt schön am Aquapark. Ich denke mal, das letzte Mal haben wir hier gestanden, genau gegenüber. So, ich glaube, das ist wirklich also der anspruchsvollste Platz, den wir je hatten.
weiß nicht, wie ich den hier rückwärts um die Ecke buxieren soll. Da hoch, dann gerade ziehen. Ja, da brauchen wir ein paar helfende Hände, würde ich sagen. Und du musst mir dann die Fahrräder hier wegräumen, dass ich die nicht über den Haufen fahre. Wir haben da eben in einem Licht abgefahren. Das habe ich jetzt nur auf dem Doppel gesehen. Echt jetzt? Ja. Welches Licht abgefahren? So ein angeklemmtes. Scheiße. Der kommt und so scheiße, jetzt wird es spannend. Wir haben jetzt schon tatkräftige Hilfsangebote bekommen. Und auch anschließendes Bier. Aber ich bin ja derjenige, der die Scheiße jetzt rückwärts reinsetzen muss. Ey. Das hängt jetzt alles an mir. Muss ich da unten rechts um die Ecke und dann rückwärts da hinten in die Parzelle reinsetzen. Oh Leute, jetzt wird es mal spannend hier. Hier laufen überall kleine Kinder rum. Es kann doch nicht sein, dass der Kleine seine Latschen jetzt hinter meinem Wohnwagen versucht. So, wir haben es geschafft. Das Ding steht drin, ich bin total durch. Es ging aber einfacher, als ich dachte. Wir haben gerade einen Kühlschrank auf dem Müll gefunden. Den werden wir jetzt erstmal ausprobieren. Ja, versteckt den erstmal. Wir probieren den gleich aus. Wenn nicht, tragen wir den anderen vor. Wenn die Sicherung dann rausfliegt, dann machen wir sie halt wieder rein. So, da wir jetzt eine relativ schräge Parzelle haben, muss ich den jetzt mit dem Wagen hier auf einer Seite aufpacken. Und dann gucken wir mal, wie gerade ich den kriege per Wasserwaage. The voice volume was
Not okay, but the plop volume was very nice. So. 3 Stunden später. Ja, also es ist quasi halb, es ist quasi halb aufgebaut. Steffi hat zwischendurch immer so ein bisschen was aufgebaut und ich habe hier mit meinem Platznachbarn so ein bisschen was getrunken. Vielen Dank nochmal für das Bierchen. Ne? Das Gute ist natürlich, ich wollte ja letzte Woche noch eine Kühltruhe kaufen. Das hat alles nicht so funktioniert, wie ich wollte. Das erste, was wir gesehen haben, als wir hier rückwärts reinbuxiert haben, war, dass da ein Kühlschrank an der Ecke stand. Hab ich jetzt kaputt gemacht. Toll. Nein, das war's locker. Den haben wir uns jetzt von Wohnwagen gestellt und er funktioniert auch nicht. Steffi, kannst du mal deinen Hintern hier von meiner Kamera wegnehmen? Der Kühlschrank ist so kalt. Alter Cosma, fass hier mal rein. Du kannst hier Eis drin produzieren. Hier oben, fass da mal rein. Da oben. Noch höher. Das ist Eis. Ah, ja. Ey, wir können Eis einkaufen, können mein Bier hier drin kühlen. Ey, wie cool ist das denn, Leute? Warum? Leute, ich habe eine eigene Kühlanlage für mein Bier dieses Jahr. Hier machst du eine Kette hier oder nicht? Ich so, jetzt hole ich mir erstmal ein kühles blondes raus. Oh, hier. Ja, hallo gesagt. Das Heineken ist. Das Heineken ist schön kühl. Das werde ich mir jetzt erstmal reintun. Weißt, wisst ihr, was das Blöde ist? Also, hallo nochmal. Mittlerweile kennt uns hier jeder auf dem Platz. Aber das ist nicht blöd. Das ist sogar ganz gut, weil ich muss absolut kein Bier einkaufen. Warte. Aber sag mal, es fehlt. Mach an. Oh, Gesicht ist fies. Nee, geht. Da auch noch einer. Nee, nicht am Hals, oder? Ne, mach was. Und hier hinten auch noch einer. Da auch noch einer. Aber boah. Ja, voll. Also gestern hatte ich ja auch, ne? Merkst du gar nichts mehr, ne? Ich find's auch so geil. Und bei mir hilft's nicht. Nee, bei manchen hilft's auch wirklich. Kosma, mach mal auf meinem Tattoo. Ich hab auch zwei. So, Steffi hat extra umgebucht. Nicht an den Müllcontainern. Aber, ja, ein bisschen alles VIP. Die Müllabfuhr wurde ganz einfach umgebucht. Die kommt jetzt nicht mehr morgens, sondern die kommt gegen Abend. Ganz einfach. So, Kinder, hört jetzt genau zu, was heute los ist. Boah, ist das laut? Oder ist das laut? Und das morgens um 6. Und dann noch der Aquapark und der Lautsprecher. Das liebe ich, ja. So, wenn das jetzt mit drauf ist, dann piepst sich über. Dann piepst sich das über. Nee, pass auf. Wir haben jetzt, sage ich mal, zu 75% aufgebaut. Also, unser Domizil ist heute direkt vorm Aquapark. Wie es vor 2 Jahren schon war. Richtig cool. Vorm Aquapark. Direkt erste Parzelle on town. Es hat alles gerade so reingepasst hier. Also es ist wirklich sehr beengt diesmal. Aber der Wagen passt rein. Ich habe extra hinterm Wohnwagen so ein bisschen Platz gelassen. Steffi hat sich schon wieder Platten gefahren am Fahrrad, damit die Stand-Ups nachher hier hinter Platz haben. Wir haben noch gar kein Wasser. Wir haben noch gar kein Abwasser installiert. Das heißt, die ganze Soße läuft jetzt gerade noch auf dem Platz. Wie schon gesagt, habe ich das ganze Ding jetzt schon so ein bisschen ausgerichtet mit dem Wagenheber. Ja, aber wie hier der Wagen für die Stand-Ups. Die Gasflasche ist noch nicht angeschlossen. Die Fahrräder haben noch nicht ihren richtigen Platz. Die Abwasserleitung ist noch nicht gelegt. Wir haben kein Wasser. Das Einzige, was wir bis jetzt haben, ist ein Schrank. Den Sunsweater habe ich aufgebaut. Besuch haben wir. Das haben die Kinder auch schon wieder gefunden. Weißt du was, das wollte ich schon mal... Muss aber ein dickerer Tisch sein. Nein, das wollte ich an meinem Fahrrad dran haben. Da kann ich die Bierdose während der Fahrt ausprobieren. Stimmt, das ist eigentlich ein Getränkehalter. Genau, das ist ein Getränkehalter. Haben die Kinder mir gerade angeschleppt.
den könnte ich jetzt natürlich hier mein Fahrrad installieren und meine... Das muss ich gleich ausprobieren. So, jetzt probiere ich das gleich mal aus. Wie geil ist das denn? Das fehlt auch noch. Ich habe einen Original-Bierhalter an meinem Fahrrad. Da muss ich da gerade ein Foto von machen. Jetzt knall ich gleich mal in meine Gruppe. Ja, ansonsten alles super, alles easy. Aber wirklich noch totales Chaos hier. Wir sind hier angekommen. Wir sind richtig erschlagen von dem geilen Feeling hier, wie jedes Jahr. Jetzt müssen wir aber erstmal schwimmen gehen, denn ich bin total durch. Und brauche jetzt erstmal eine Erfrischung. Jetzt wollte ich gerade mit meinem Fahrrad losfahren. Jetzt kommt die an und will mir so ein blödes Armband hier drum machen. Willst du es fest oder nicht so fest? Ach so, ist okay. Sicher? Mach mal so. Mach mal die Hand so hoch. Ach so, du Penner. Oh, ey. Ja, kannst den Rest abschneiden. So. Ich muss mich jetzt erstmal erfrischen. Jetzt müssen wir den Wohnwagen erstmal richtig fit machen, ne? Steffi füllt hier ein bisschen Wasser auf. Ich mache jetzt endlich mal den Abwasserschlauch dran. Damit installieren wir mal die Klimaanlage, würde ich sagen. Die Toilette muss erstmal. Die Toilette muss entleert werden, ganz wichtig. Da ist von 3 Tagen Pipi drin. Ja, das ist das Erste. Und genau, Abwasserschlauch dran. Und alles, was so dazu gehört, damit wir hier erstmal richtig anfangen können, unseren Urlaub zu genießen. Denn bis jetzt wurden wir ja sozusagen erstmal herzlich empfangen, würde ich sagen. Ne? Hätte ich mir jetzt nicht so gedacht, dass es so viel wird. Naja, gut. Abwasser ist hier hinter mir. Ich guck das an, wo ist das denn hin? Abwaschen, warten, sauber machen. Genau, und ich muss jetzt dringend was essen, Leute. Okay, der passt. Was? Das Fahrrad muss geflickt werden. Irgendjemand hat da einen Platten reingefahren. Aber ich habe ja das Flickzeug wieder gefunden. Jo. Und dann muss ich erstmal was essen. So, Steffi. Punkt 1, der Kühlschrank. Das ist das Genialste, was uns passieren konnte. Ey, das ist echt gefroren hier drin. Wie cool, das hatten wir noch nie. So, hier steht noch mal ein Bierchen von vorhin, das trinke ich gleich aus. Hier ist sogar noch ein Extrafach drin. Wie cool. Aber weißt du was, wir müssen jetzt erstmal hier unseren Tritt, also das geht gar nicht. Also der Tritt ist für unseren Einstieg viel zu klein. Da machen wir jetzt erstmal eine ganz, ganz kurze Improvisation. Wir brauchen einen größeren Tritt. Da kommt die Matte drauf. Und? Geht das? Viel besser, ne? Alles klar. Ja. Besser ist das. Ich hatte die Idee mit der Kiste sowieso schon mal, aber dann dachte ich mir, ja, die Kiste ist viel zu groß für so einen Tritt. Aber hier brauchst du echt die Kiste, das ist so genial. So geil, ey. Zum Glück habe ich die Kiste noch mitgenommen. Gut, ich mache jetzt erstmal, ich leere jetzt erstmal unser Klo aus. Steffi, kannst du mal gucken, ob das Klo zu ist? Nicht, dass mir wieder so ein Sturzbach da entgegenkommt, ob die Klappe zu ist. Das Ding ist sowas von voll, ey. Ui, und das duftet auch schon ordentlich. Oh. Da ist ja schon ganz schön viel Pipi daneben. Oh. Der Klassiker. So, das gehört ja alles wieder dazu. Oh nein, jetzt ist mir die Maske auch runtergefallen. Das kann ich gleich entsorgen, ey. Boah. Okay. Bei diesen Gittern hier bei auf Union muss man aufpassen, wenn man das hier reinsteckt, da versaut man sich hier den Rand. Die bleiben nämlich dann drin stecken. Oh, ey, dieses Klo ist echt brechend voll. Ja, mal gucken, wie ich das jetzt genährt bekomme. Boah. Ja, so ist das. Oh, jetzt Camper-Life.
Klopapier reingeschmissen, ey. Oh, Leute. Das soll erst mal rein. So, jetzt sind wir endlich mal dazu gekommen, unser Klo auszulernen. Hast du da unten drin ausgewischt? Das ist aber lieb von dir. Hast du das gesehen, was da los war, ja? Ja, ist schon fast übergelaufen, unser kleines Scheißhaus. Das ist aber lieb. So, jetzt erstmal ordentlich Chemie reinknallen, weil... Wie bitte? Deine Klammern? Warte, gleich komme ich drauf. Ich glaube, die habe ich im Kofferraum gesehen. Kofferraum. Also bei den Temperaturen müssen wir da mal ein bisschen mehr reinhauen. Weil das hat schon ordentlich gestunken, ne? Das machen wir mal voll. Ja, wir versuchen da mal gar nicht drauf zu gehen. Nochmal, sag das nochmal, Steffi. Dieses Ding ist sehr geil. Wie heißt das? Das Ding, Sonnensee. Sunsweater. Ja, Vorderdach. Okay, Steffi sagt, das Ding ist sehr geil. Also, Steffi, ich hau jetzt hier noch ein... Ich hau doch noch einen Schuss rein in das Spülwasser. Und dann muss ich aber wirklich mal was essen. Ey. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Hallo. Oh, da ist sie. Einmal hochheben, ich ziehe sie raus. So, jetzt brauchen wir nur noch die Haltebügel und dann müssen wir uns noch ein Fenster aussuchen, wo wir sie ranhängen. Und dann starten wir das Ding einfach mal, oder? Ihr habt das noch nie erlebt, wenn es draußen so heiß ist wie hier. 43 Grad. Ey, es ist mega heiß. Halt mal ganz kurz fest, nicht, dass das Ding da runterfällt. Wir bewegen uns einfach nicht. Ich habe hier doch ein Thermometer in der Ecke. Also aktuell sind es jetzt 34 Grad, innen und außen. Oh, hier ist übrigens auch meine GoPro-Halterung, die habe ich gesucht. Und jetzt müssen wir uns ein Fenster aussuchen, wo wir sie installieren. Wo machen wir das jetzt? Steffi, ja? Wir haben ein massives Problem. Kannst du mal ganz kurz gucken, ob du das Schild beiseite biegen kannst hier? Wir kriegen uns das Fenster nicht auf. So. Ist jetzt nicht so die angenehmste Arbeit bei 34 Grad. Aber ich denke mal, wenn wir sie gleich eingehakt haben... Hier fehlt es uns. Das kann ich dir genau sagen, was daran so schlimm ist. Du hast bis eben die Klimaanlage festgehalten, ne? Du hast gesagt, ich habe schon so viel getan und muss die festhalten jetzt. Jetzt gehst du einfach weg und die bleibt von alleine stehen. Ja, das ist krass. Ja, super, echt zaubern kannst du. Ey, das ist echt unmöglich. Du tust so, als ob du die hier festhalten musst, damit du nichts tun musst. Und dann gehst du einfach weg. So, jetzt haben wir das Ding in Betrieb genommen hier. Gucken wir mal. Die fahren schon seit 93 hier da drüben. Echt? Mal die Aufkleber da auf dem Warte. Wir haben hier 33 Grad. Innen und außen nur 32 Grad. 33 ja. Innen. So, mal gucken, was die Klimaanlage das Ding hier runterkühlt. Ich lasse es jetzt einfach mal so auf volle Pulle laufen. Ne? Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Ja, Fenster sind zu. Ist nicht laut draußen? Naja. Naja, die läuft jetzt nicht die ganze Nacht. Wir lassen das jetzt hier einfach laufen. So, 18 Uhr. Ich habe immer noch nichts gegessen. Colin, wir fahren jetzt erstmal kurz was einkaufen. Dann baue ich mal hier auf, dann werde ich erstmal was fressen. Wie lange darf man denn eigentlich zum Meer, weißt du das? Ja. Vielleicht springe ich dann einfach noch mal später ins Meer. Ich finde den Tag heute relativ stressig. Wir haben schon so viel gemacht an einem Tag. Ey. Wir haben alles gemacht, was wir machen kann. Wir haben noch mehr gemacht. Gar nicht zum Aufbauen gekommen. Ich muss jetzt meinen Grill aufbauen, weil ich habe. Es ist jetzt fast 18.14 Uhr und ich habe noch nichts gegessen. So, mal sehen, ob das alles noch so funktioniert. Steffi, die Gasflasche müsste dann auch angeschlossen werden. Oh, scheiße. Obwohl, ich glaube, ja doch, zum Kochen drin brauchen wir auch Gas.
Mal gucken, ob das Eis hier im Eisfach auch ein bisschen gekühlt bleibt. Wenn ja, können wir ja mal versuchen, Schlaucheis zu kaufen. Hä? Schlaucheis? Schlaucheis. Kennt ihr gar nicht, hä? Mr. Freeze. Kennt ihr das gar nicht? Kennt ihr nicht das? Das nennt man nicht Schlaucheis. Doch, Mr. Freeze oder Schlaucheis. Wie denn sonst? Ach, Kinder, ey. Wassereis. Super. Ich muss gucken, ob mein Gas überhaupt noch. Mein Gasgrill überhaupt noch funktioniert hier. Oh. Ja. Super. Das ging schnell. Immer darauf achten, dass die hintere Reihe auch an ist. Sonst dauert das ein bisschen länger. Ich muss jetzt ein bisschen Wasser reinfüllen. Und dann geht es ab hier. Das ist wie zu Hause. Immer gleich Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, Kühlschrank auf, gucken ins Bonbonfach, Kühlschrank zu. So wird das nichts mit der Kühlung. Aha. Schokolade kein Bonbon. Okay, Bonbons gehören doch nicht in den Kühlschrank. Eine Flasche. Ah! Meine Güte. Okay, komm. So, ich brauche jetzt mal ein bisschen Wasser. Unten in den Grill muss ein Schluck Wasser rein. Oh, ey, stopp mal. Ey, kannst du mal diesen Käse da rausnehmen, ey? Ey, das stinkt hier. Die ganze Fahrt stinkt's noch. Welcher Käse ist denn das? Boah, das stinkt nach eingeschlafenen Füßen, ey. Ich kann jetzt erstmal Urlaub machen, ey. Ich will jetzt erstmal niemanden sehen und hören hier. Jetzt muss ich mir meine Würstchen noch selber auseinanderschneiden hier, ey. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Das ist dann halt. Das ist dann halt so. Ach, leck mich. Ja, schade, man kann nicht an alles denken. Ich habe den Deckel zu Hause vergessen. Also vorne die Klappe, damit ich den zumachen kann. Scheiße, naja, dann dauert es halt jetzt ein bisschen länger. Das sind ja auch fast. Bei 35 Grad brauchen wir gar keinen Deckel vorne. So, scheiß auf Klappe. Ich habe improvisiert, ich habe einfach ein bisschen Alufolie davor gemacht. Boah, jetzt habe ich aber echt so einen Hunger. Ich bin so fertig, Leute. So, jetzt macht der Aquapark auch zu. Wurde dreimal abgepfiffen. Spiel ist zu Ende. Jetzt wird für uns hier gegessen. Jetzt muss ich mir jetzt erstmal ein paar Würstchen reinpfeifen und so weiter. Ey, ich glaube, ich muss mich da mal eine halbe Stunde hinhauen oder so. Ich habe gerade ein bisschen Kreislauf. Es flackert alles. Hm, bitte? Wie bitte? Wie ich den Tag, da musst du sofort Tablette nehmen. Mm-mm. Man muss einfach mal was essen. So, Kinder. Wie fandet ihr den ersten Tag? Ich fand ihn ein bisschen zu aufregend. Mir war das alles zu viel. Ich werde mir jetzt eine halbe Stunde hinhauen. Ihr könnt mich dann gerne wieder wecken, aber ich brauche jetzt eine halbe Stunde Auszeit. Das Flackern ist jetzt zum Glück wieder weg. Alles gut? Mhm. Schnell. Ja. Aber mir ging es ja auch schnell dann. Aber, Tatsache, ich hau mich jetzt mal ganz kurz in den Wohnwagen. Ja, lass mich mal ganz kurz in Ruhe. So, das ist ja wunderbar. Jetzt habe ich was gegessen. Dachte, mir geht es jetzt mal so richtig gut hier. Sehe ich, dass hier unter der Klimaanlage der Stöpsel nicht richtig drauf war. Und der ganze Mist, das ganze Kondenswasser in mein Bett reingelaufen ist. So, jetzt ist das ganze Bett hier an der Seite nass. Dann muss ich zusehen, dass ich den Stöpsel jetzt hier irgendwie reinkriege und den ganzen Mist rausleite. Ey, Scheiße. Du hast doch irgendwie nie deine Ruhe. Jetzt muss ich erstmal hier alles auseinandernehmen und gucken, das Ding läuft ja jetzt schon eine Stunde, wie viel da schon wieder gelaufen ist. Steffi, oh gut, dass du reinkommst. Wir haben ein kleines Problem. Ich wollte mich hier gerade ein bisschen ins Bett legen. Jetzt ist das ganze Kondenswasser in unser Bett reingelaufen. Oh, oh toll. Kann man so blöd sein? Ja. Was? So, jetzt haben wir hier einen riesigen Wasserfleck auf unserem schönen, auf unserer Sitzecke. Ich muss das hier noch einmal kurz umstecken. Weil irgendwie war der Schlauch falsch reingesteckt. Oh Mann, ey. Oh, Steffi, du musst mir helfen. Ich brauche einen Lappen. Warte mal.
es nicht so einen beschissenen Wasserfleck gibt. Was mit der Bedienungsanleitung? Ach, scheiß auf Bedienungsanleitung. So, ein letztes Video wollte ich heute noch machen. Oder vielleicht vorletztes. Ja, ich habe vorhin erstmal ein bisschen geschlafen, weil mich das alles heute so geschlaucht hat. Ey, das war alles so viel, dass ich mich dann erstmal hingehauen habe. War auch ganz angenehm mit der Klimaanlage. Natürlich haben mich die Kinder zwischendurch immer wieder genervt, haben die Tür auf und zu gemacht. Im Endeffekt war es dann dunkel. Ich wusste gar nicht, wie lange ich geschlafen habe. Jetzt drehen wir gerade noch eine Runde. Ach, man kann es gar nicht so schön sehen, die neue Werbung hier. Union Lido.com. Müsste ich mal näher ranfahren. Ja, und bei unserer nächtlichen Runde haben wir jetzt mal endlich mal ein paar neue Sitzauflagen ergattert. Fahrräder sind voll damit. Aber die können ja dann auch hier bleiben. Also wir müssen die ja nicht mitnehmen. Guck mal, die Werbung wollte ich mal zeigen. Das ist neu an den Waschhäusern. Gefällt mir. Wie beleuchten die das denn? Aha, okay. So, jetzt fahren wir aber erstmal unsere Schwerlast nach Hause. Und dann geht's auch ins Bett. Die Klimaanlage auch sparen können, jetzt abends. Jetzt haben wir nicht einen kalten Wohnwagen, sondern wir haben einen nassen Wohnwagen. Das ganze Bett ist nass, ey. Komplett. Nee, mal ganz im Ernst, es wird doch abends kühl. Das ganze Ding ist nass, komplett, ey. Die bauen das wieder ab. Wir verkaufen die direkt. Ernsthaft. Die ist ja gut, aber es ist nachts nicht so warm, dass ich jetzt hier nicht schlafen könnte. Es ist ganz einfach, weil jemand gesagt hat, du brauchst die Stöpsel nicht, das verdampft nach außen von alleine. So, und jetzt habe ich den Stöpsel aber nicht wieder reingemacht und darum ist es unten rausgetropft. Ach, ja, und nicht wenig. Nee. Zum Glück gibt es hier keine Wasserflecken auf dem Ding, sonst könnten wir es zu Hause waschen. Wir legen das morgen raus und das ist dann trocken in der Sonne. Das hier ist, glaube ich, einigermaßen trocken geworden. Ja, das sieht sich gleich wieder voll. Hier sieht's aus in unserer Bude, Leute, ey. Hey, es geht. No, es geht. Geh mal beiseite. Nee, das liegt ja jetzt nur da unten, weil wir Platz machen mussten. Ja. Steht wieder alles rum, ey. Das war auch mal aufgeräumt hier heute Morgen. Oh, Alter! Mach's mal weiter. Ich halte schon aus. Mann. Im Gesicht auch dann. Spinnst du? Oh, hinterm Ohr, ja. Vielen Dank auch, Alter. Ich mach's kurz. Das geht. Am Hals war schlimmer. Echt? Soll ich nochmal hier? Aha. Ich zeige euch nochmal hier. Guten Morgen! Der Wecker klingelt. Also, wir hatten zwar gesagt, dass wir nicht an den Müllcontainern stehen wollen, aber wir stehen direkt vor den Müllcontainern. Und direkt am Eingang vom Aquapark, der ist da. Aber ich habe Ohrenstöpsel mitgenommen, bin ja nicht doof. Und habe den Müllwagen nicht gehört. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch gar nicht mehr so früh hier reingebrettert komme. Naja, alles gut. Wir haben die Klimaanlage gestern ausgemacht, weil wir festgestellt haben, dass wir doch heiß sehr gut schlafen können. Wir haben es einfach ausgemacht, die Kinder mochten es gar nicht.
Ich habe hier mit der Klimaanlage ein bisschen gepennt. Also wenn man sich zwischendurch mal ein bisschen erholen will, dann kann man das Ding mal anmachen. Aber wir brauchen es nicht. Wir schwitzen hier die ganze Nacht durch. Räumen jetzt nochmal die Betten raus. Wir sind jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so, ich bin gar nicht so der Schwitzer und Steffi auch nicht, wir schwitzen gar nicht so doll, genau nicht. Wir stinken auch nicht, gar nicht. Was? Ich hab mich... Stinkt. Ja. Was? Stinkt das voll. Nach deinem Kühlschrankkäse. Nee, den hab ich schon gestern weggeschmissen. Stinkt's nicht drin. Mhm. Du versaust mir meinen ganzen Beitrag hier. Du stinkst. Hier, komm mal her. Steffi, ich brauche irgendwie eine Creme. Ich bin hier gestern, ich hatte so eine Haut und so eine Füße. Da habe ich mir irgendwas gegriffen, wo ich dachte, es sah aus wie Creme, habe mich damit eingerieben. Mir hat dann auf einmal meine ganze Haut geschäumt. Ey. Schon wieder. Das habe ich alles in einem kleinen Waschbecken hier dann sauber gemacht. Das können wir auch mal sauber machen. Wo ist denn meine Creme? Wir haben überhaupt nichts. Ich habe kein Duschgel, ich habe keine Creme und ich habe meinen Rasierkrams auch vergessen. So, jetzt weißt du Bescheid. Was nehme ich denn dann mal zum Eincremen? Zahnpasta? Was ist denn? Zahnpasta kühlt auch gleichzeitig, ne? Ja. Wie, ihr habt Brötchen bekommen? Ja, die Schlange war ganz cool. Kostet schon alles zusammen. Oh, schön. Nee. Was? 4 Euro. Habt ihr noch irgendwas Besonderes mitgebracht? Nee. Ja. Das war, wer nimmt den Silvesterknaller mit? Hä? Dann hat der, ey, also. Also draußen ist alles nass. Okay, dann essen wir jetzt erstmal und dann dusche ich. So, was liegt heute an? Ich habe jetzt schon den Wagen aufgebaut für die Stand-Ups. Die werde ich jetzt hier rausholen. Aufpumpen, versuchen wir die hinterm Wohnwagen irgendwie festzuschließen. Ich habe extra ein bisschen Platz gelassen hier hinter, damit die 4 hier stehen können und festgeschlossen werden können. So, hi Leute, wir haben gerade Besuch. Ne, euch filme ich nicht, das mache ich nicht. Oder? Guck mal, die wollten nicht. Total cool. Also dieses Jahr kriegen wir ein bisschen Besuch. Die ganze Reihe hier kennt uns irgendwie. Und tatsächlich steht der Wohnwagen so ungünstig vorm Aquapark, dass wir hier auch netten Besuch immer kriegen. Hallo. Hi. Hi. So, vielen Dank für das Bier. Das werde ich heute Abend mal mit in Szene setzen. Dann trinke ich dein Bier auch, ne? Ja, und dann werde ich auch mal dokumentieren. Das mache ich aber erst später, damit du mich nicht schlagen kannst, ob es mir schmeckt oder nicht. Ja, gut, das war es hier erstmal vom Deck. Ich war immer noch nicht unter der Dusche. Ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, aber ich glaube, ich gehe eher da drüben duschen im Aquapark. So Leute, ich muss jetzt mich erstmal fit machen. Ich bin irgendwie gerade aus dem Bett gefallen. Tschüss, bis später. So Cosma, dein größter Fan war eben hier. Hatte die mal einen Hut auf? Ja, die hatte extra den Bikini, musste die Mutter kaufen, damit, weil sie den haben wollte, wie du hast. Und muss ich den auch heute anziehen? Ich wollte ihr den alten Enkel schenken gerade, aber den kann Oberteil ich nicht mehr. Ich hab das Oberteil nicht gefunden. Hey, aber das Oberteil haben wir. Die hätte sich so gefreut, dich. Die kommt nochmal vorbei und möchte mit dir zusammen einen Hut, ein Foto haben. Mit deinem Hut auf. Ja. Am Cosmas Hut. Ich hab den vielleicht auch. Die hat eine Schwester, die ist auch 14 und wird 15. Und sie hat am Vortag Geburtstag, wo du Geburtstag hast. Ja, die Lena. Mit der 8. 7? Ja, wir haben auch welche getroffen. Echt jetzt? Ja. Wir haben uns aber nicht getraut, Hallo zu sagen. Ja, bei dir würde ich mir auch nicht trauen, Hallo zu sagen, ey. Böse, wie du immer bist, ey. Und dann habe ich ein Bierchen gekriegt. Das werde ich mir heute Abend kredenzen. Ja, ich bin versorgt. Wir sind alle versorgt hier mit Ruhm und Ehre. Es ist so schön. Es ist echt schön. Wir haben, glaube ich, die nettesten Fans, die man sich vorstellen kann. Ja, ihr wolltet mal Fotos machen. Ja, wir wollten unter Wasser.
Wir wollten also dann mal einen Pulli dafür. Ich denke, das Wasser ist so dreckig. Nein, das ist sauber. Morgens noch so ein bisschen klarer, weil da nicht alles. Weil ihr da noch nicht drin wart. Nein, jetzt waren wir drin. Ja, jetzt kannst du es vergessen mit Fotos. So, jetzt gehe ich erstmal. Was ist noch schöner wie bei 36 Grad ein Stand-up aufblasen? Noch schöner ist bei 36 Grad 4 Stand-ups aufblasen. So, ich haue jetzt erstmal die Stand-ups hier hinter den Wohnwagen. Zum Glück habe ich die elektrische Pumpe dabei. Muss ich erstmal die hier oben jetzt rausholen. Alter, da ist bestimmt 100 Grad drin in der Box, ey. Warm. Das Coole ist, ich habe so eine kleine Pumpe, die habe ich mir mal vom Flohmarkt geholt. Die gibt es auch bei Action. Mit der geht das echt schnell. Pass auf, die brauchst du einfach nur hier draufhalten. So, jetzt stellen sie da hinten schön ein weißes Zelt auf, ne? Direkt vorm Aquapark. Dass da gegenüber eine Einfahrt ist, wo die Wohnwagen rein. Das haben sie jetzt nicht so bedacht. Das ist genau das gleiche wie mit den Fahrrädern oder Rollern. Die man hier direkt, ich hab man hier direkt an die Seite anschließt, da fährst du mit dem Wohnwagen einfach mal so rüber. Aber das ist dann glaube ich, das ist dann aber glaube ich selber schuld. Ne? So, die Stand-ups sind auch schon aufgeblasen. Steffi hat sich einen extra Halteriemen diesmal besorgt, weil ihr es so beschissen zu tragen geht. Weil die Schlaufe in der Mitte. Die ist nicht in Waage. Das Ding hängt immer so auf einer Seite runter. Na, meinst du, kriegst du es hin oder was? Ja, gestern hat er das draußen einmal. Okay. So, ich habe mich immer noch nicht geduscht oder so. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in den Aquapark. Nee, weißt du was? Ich glaube, ich trinke erst mal ein Bier. Ich trinke jetzt erst mal ein Bierchen. Hey, Alter, was ist? Warum liegen denn meine Eier hier? Wie kann das abfallen? Die fallen nicht ab. Cosma, ist das peinlich. Und die macht die ab. Wetten? Echt jetzt? Wetten? Cosma? Fotografen kommen! Cosma? Warum sind die Eier ab? Warum? Wie Fotografen kommen? Ja, die wollen einen wieder fotografieren. Ja. Cosma, hast du die abgemacht? Ja. Ist dir das unangenehm? Nein, die hässlich. Ich mach die jetzt wieder dran. Jeder liebt meine Eier. Wie wär's mit dem Eis aus dem Eisfach? Jetzt. Ja? Cosma, hier. Oh, will ich? Wozu schleppt ihr sowas an? Das braucht doch kein Mensch. Ja, aber es ist schön. Ja, dann legt es wenigstens oben auf dem Wohnwagen drauf, dass es jeder sieht. Ist sogar heile. Ja, dann legst du irgendwo hin. Ja, hier. Steckst da vorne hin und legst hier nicht bei uns ins Vorzelt. Ja. Ist das echt gefroren noch? Ja. Der Kühlschrank ist das Beste, was uns passieren konnte. Ich glaube, wir müssen den doch mitnehmen, oder? Nein. Steffi, wir müssen den Kühlschrank mitnehmen. Nein. Den mache ich zu Hause richtig sauber und dann wird der unser ständiger Begleiter, oder? Den beklebe ich richtig schön. Und wenn wir dann Strom gratis haben, nehmen wir mal den Kühlschrank mit. Guck mal, dann kannst du immer Eis essen. Wir kaufen nachher auch richtig Eis ein. Und vergesst die Masken nicht. Nein. Steffi, ich wollte dir sagen, du hast dein Kleid verkehrt rum an. Das sollte ich dir jetzt sagen. Guck mal. Ja, komm, zieh dich hier aus, draußen aus. Was hast du denn da drunter? Kenne ich ja noch gar nicht. Das von den Höfen. Von den Höfen? Schönen Gruß an die Höfe in Goslar. Ich bin mein Stand-up am schönsten. Ja, dein Stand-up ist auch am schönsten. Ich will lieber noch mal in den Strudel. Ja, machst du doch. In den Strudel? Dann gehen wir mit allen Dingern an den Strand und dann kommt. Nee, komm, ich möchte jetzt. Ich habe mich noch gar nicht gewaschen, ja. Gar nichts, Leute. Oh, so sieht das viel schöner aus, Steffi. Wie kannst du das verkehrt drum anziehen? Nicht ob ich jetzt erst kalt duschen gehe, schwimmen gehe oder gehen wir gleich. Oh, cool. Warum solltest du jetzt duschen? Komm. Und für was? Für wen? Cosma, komm, wir fahren jetzt.
Hä, was ist denn deine Haare? Sieht noch wieder normal aus. Bisschen grau. Schnauze. So, jetzt reicht's mir. Ey, wenn ihr mich nicht duschen gehen lässt. Olli, wollen wir jetzt. Aber ich mag das Meer nicht. Was ist los? Was denn? Ich hab den Zug noch gekriegt. Ja, ich kann noch nie mehr fahren. Das Problem ist halt nur, dass da hinten jetzt ein Stau ist und ich jetzt hier eine halbe Stunde sitze, obwohl ich mal aufs Klo muss. Da hätte ich schon längst aufs Klo gehen können. Aber ich habe ja Marschverpflegung dabei. Ein Wegebier. Guten Morgen. Also wenn der Zug jetzt nicht gleich anhält, dann war das eine sehr schlechte Idee, mich von dem Zug hier auf die Toilette fahren zu lassen. Ich war jetzt hier schon eine Viertelstunde durch die Gegend. Ich bin ganz am anderen Ende des Campingplatzes angekommen. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder mit dem Zug zurückfahren. Ey. Also noch ein Stückchen, dann bin ich am Italien angekommen. Ich wollte doch eigentlich nur aufs Klo. So, jetzt ging es endlich weiter. Ich habe bestimmt eine Viertelstunde da jetzt gewartet. Aber jetzt komme ich bestimmt irgendwie zu meinem Klo. Ups. So, Waschhaus 15 angekommen. So, Kinder, ich bin wieder zurück. Das hat ein bisschen länger gedauert. Der Zug ist einmal um Platz gefahren, ey. Ich werde da stehen sehen. Ja, ey. So, und jetzt packen wir Sachen. Ich nehme mir die andere Sonnenbrille, falls die ins Wasser fällt. Schirmmütze. Wollt ihr das mitnehmen? Badehose, Stand-ups und jetzt erstmal raus aufs Meer, würde ich sagen. Ne? Also es geht echt richtig cool. Das, Colin, man merkt es fast gar nicht, ne? Nee, man muss nur so. Ich hatte schon alleine das Paket. Mal sehen, wie es sich im Sand dann verhält. So, heute ist Freitag, der 13. August 2021. Union Lido 21. Herrliches Stand-up-Wetter heute. Das erste Mal jetzt raus aufs Meer. So, jetzt sind wir draußen. Man stellt sich das immer so romantisch vor, aber hier ist ein ganz schöner Seegang. Es sieht zwar sehr seicht aus, aber manche Wellen, ja, die sind schon heftig. Heute ist auch wieder ein bisschen quallig unter Wasser. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, unbedingt hier so stundenlang im Wasser zu sein. Deshalb versuche ich mal auf dem Brett zu bleiben. Ganz schön wellig heute. Ja, komm. Ja. Zack, komm. So, jetzt haben wir das ganze Paket wieder geschnürt. Jetzt geht es erstmal wieder zurück Richtung Wohnwagen und dann muss ich erstmal eine Kleinigkeit essen, meine letzten Würstchen. Und dann wollen wir mal ganz kurz raus in den Campingladen. Ich will mal gucken, ob ich da so ein paar Haken kriege. Ich habe noch überhaupt nichts sturmgesichert. Wenn jetzt irgendwas aufzieht, dann fliegt mir die ganze Markise um die Ohren. Deshalb muss ich jetzt erstmal zurück und mal so ein bisschen für Sicherheit sorgen. Das ist ziemlich cool, oder? Ja, klar. Ey. Was ist das? Alter, was kostet der Spaß? Was ist das? Ja, guck doch mal, was das ist. Das ist ein separates Bad. Ja, das kann man hier mal mieten, ne? Ja. Das ist der Hammer, ey. Ey, das ist richtig der beste Platz, den wir hätten kriegen können. 32,79. So.
frisch geduscht. 16 Uhr. Frisch geshaved. Das musste weg. Ich mag das nicht. Aber keine Angst, ich habe den Duschboden komplett sauber gemacht. Es ist alles sauber, es sind keine Haare von mir da drin. So einer bin ich nicht. So, jetzt kommt meine Schlafbrille drauf. Und jetzt brauche ich erstmal 20 Minuten Powernapping, damit ich den Abend jetzt richtig schön in Ruhe genießen kann. Die Familie hier ist hier. Ach, ich bin völlig kaputt. Ich muss jetzt einfach mal ganz kurz eine Runde wegtreten. Ciao. So, das wird ja immer besser hier. Heute gab es ein bisschen Pizza, aber die Kinder haben natürlich den Rand wieder nicht gegessen. Ich habe eben tatsächlich mal 20 Minuten geschlafen. Das tat ganz gut. Wann? Jetzt bin ich wieder fit. Als ihr einkaufen wart, war ich kurz schlafen. Hey, wir waren jetzt 20 Minuten einkaufen. Guck mal, wie hübsch die auf einmal geworden ist. Von einem Jahr auf den anderen. Ah. Guck mal. Naja, außer diese Schokolade zwischen den Zähnen, die aussieht, als ob sie gerade ein Stück Kacke gegessen hätte. Ja, ich habe vor 2 Minuten erst das Zähne noch nicht gegessen. Ja, so sieht's auch aus. Mein Vater hätte gesagt, sie wird ein bisschen pullmöpsig in mir. Pullmöpsig? Ja. Oh, hier, guck mal, wie hübsch sie wird. Pass mal, die überholt dich noch mit ihrer Fangemeinde irgendwann. Ja, alle immer Cosma. Also, es mögen sich jetzt mal auch Colleen-Fans melden hier. Nein. Alle wollen immer nur Cosma. Nein. Cosma, Cosma. Und die sagen immer, Cosma hat immer den Glitzerhut auf. Hier, die immer nur am Fressen. Hier, schon wieder. Cosma mit dem Glitzerhut. Hier, die sich immer aus dem Bild dreht. Ich kann es mir erlauben. Und der immer Bier trinkt. Aber der immer Bier trinkt. Wer denn? Wer ist denn sonst der immer Bier trinkt? Ja, aber was ist hier fast? So, Steffi hat jetzt noch mal ein bisschen Muschi Bubu hier unterm Vorderdach gemacht. Wie heißt das Getränk? Weiß ich nicht. Also, das ist Zitronenwodka-Eisgetränk. Nur zu empfehlen, warte, ich muss das nochmal spoilern hier. In unserem schönen Kühlschrank steht das irgendwo, ne? Oder ist es jetzt alle? Wo ist es denn? Ah, hier, nee. Wo ist es denn? Ja, da, wo es hingehört, im Tiefkühlschrank. Ah, weiß ich doch nicht, da, wo es hingehört, ey. Das kann man ja toll erkennen. So sieht das aus. Wird schön gefroren. Eis habt ihr auch mitgebracht. Was hat er denn da jetzt? Was macht er da? Das ist bestimmt wegen Corona. Wird desinfiziert. Corona wird jetzt über die Füße übertragen und da wird der ganze Weg jetzt desinfiziert. Das ist jetzt neu. Bei Bild-Zeitung habe ich gelesen. Ich kann überhaupt nicht lesen. Ohne Brille. So, das Zeug ist auf jeden Fall sehr lecker. Warum machen die das jetzt? Ach, hier kommt bestimmt gleich. Ah, hier kommt jetzt gleich die Kehrmaschine durch. Und die haben das alles schon angefeuchtet, damit es nicht so staubt. Ich meine, Tage sind Quartale. Morgens bis mittags. Dann der Mittag. Dann kommt der Nachmittag und dann kommt der Abend. Und jedem Quartal fange ich an, Bier zu trinken. Und jedes Mal gibt es das erste Bier. Also heute, also in diesem Quartal des Tages, habe ich noch kein Bier getrunken. Abends ist ab 18 Uhr. Ja. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Stündchen? 40 Minuten. 40 Minuten. So, wir gehen jetzt nochmal erfrischen. 40 Minuten. Ein bisschen abkühlen. Kinder sind da hinten irgendwo unter Wasser. Und ich binde das Handy jetzt erstmal mit meinem kleinen Safe hier an Baum fest. So, jetzt wollen wir nochmal mit dem Fahrrad rumfahren. Ich hatte gerade die geilste Idee ever. Geilste Idee. Steffi hat es jetzt erwischt. Qualle hat zugestochen. Der stand im Halteverbot, der Penner, ey.
Wir haben ja 0,0 Promille Grenze und ich habe hier keinen Bock durch irgendeinen Scheiß was zu riskieren. Ich glaube, ich ziehe mir da gleich mal eins ein, weil es steht sogar gekühlt. What's here?